Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir diese Atsumori-Olle erledigt. Das ist ja der nervigste Kampf von allen. Wenn man hier diese Schlacht von davor nicht mit einrechnet, und da sind schon wieder Gegner aufgetaucht. Ja. Wir wurden von unseren Leuten getrennt, weil wir von dieser Magie-Oma da angegriffen worden sind, als wir mit dem Schiff unterwegs waren, und ja. Dann hat irgend so ein komischer Geist von uns gesprochen, und ja. Wow, jetzt so wie ich das alles so sage, klingt ja ganz schön merkwürdig. Das Spiel ist merkwürdig. So, und warum ist meine Nase die ganze Zeit so verstopft? Ich bin gar nicht erkältet. Und da ist noch so ein Teil, geil. Geil. Ups, wollte ich gar nicht. Der riesige Kristall strahlt nur in ein unleuchtliches Licht aus. Und meine Sprache ist kaputt. Ach, warte, am Anfang hier, am Speicherpunkt. Okay, ich glaube, da liegt irgendwie an meiner Nase. Ah, ich versuche mich jetzt zu bemühen, hier nicht so ins Mikro so reinzuschneuzen und so hochzuziehen. Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie kontrapunktig. Und ich kann gar nicht hier raus. Nein. Nicht so einer. Nicht so einer. Ich brauche ganz viel Kamui, bitte. Oh Mann. Au. Zur Not kann ich immer noch meine AP erhöhen. Weil wir könnten auch für Busson abfallen, aber mit dem ist sehr schwer für mich zu spielen. Danke. Ist jetzt auch gut. Ja, danke. Ist jetzt auch gut. Ich kann mich nicht halten. Da war es Wunderpille. Okay, 1000. Die könnte ich vielleicht auch mal einsetzen. Boah, déjà vu. Warum müssen die Gegner jetzt zu Standardgegner machen? Warum müssen die jeden Gegner nicht hier mal erledigt haben zum Standardgegner machen? Warte, wenn ich mein Kamui feuert, ne? Dann gibst du mir so auf die Fresse. Ich meine, wie viel aushält. Au. Na, warte. Wenn meine HP niedrig sind, füllt sich mein Kamui auf. Hab ich auch herausgefunden. Bams. Jetzt seid ihr dran. Du als erster. Nächstes Mal auch neben mir, ja klar. Bams. Ja, das Spiel ist schwer. Ja. Warte mal. Ja, nehmen wir ein Kamui. Hey, du lässt zu, dass ich mein Kamui auffülle. Geil, danke. Bin ich jetzt echt nett von dir. Ja, kann ich auch. Hier. Ich kann nicht auch so angucken, ne? Ein paar Fehler müssen halt sein, ne? Warum greift er nicht an? Der steht einfach nur da und guckt bedrohlich. Na, kommen wir auf die linke Seite. Boah. Ich weiß, es ist jetzt sehr billig, aber ich habe keinen Bock, ein Heil-Item zu verwenden. Hau ich den lieber hier mit kaputt. Kuruma-Kraut, geil. Boah, das war irgendwie intens. Weiß auch nicht, das war irgendwie voll. Wenn nicht so Final Battle mäßig. So. Jetzt muss ich nur. Ja, ne, ich könnte ein bisschen so rumlaufen mit angeschlagenen AP. Dann führt sich mein Kamui auf. Pro-Strategien, Leute. Pro. Ich bin zwar keiner, aber trotzdem. Komm, geh weg. Ich glaube, ich muss da zum Speicherpunkt zurück. Und ihr könnt mich mal alle seitwärts nehmen. Und hier sind Gegner auch. Doch, geil. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen.
Nein. Lass mich mal ganz kurz. Nein, ich will nicht, geh weg. Lass mich mal ganz kurz hier ein bisschen meinen Kamui aufhören. Danke. Jetzt komme ich und dann. Jetzt mache ich euch platt. Voll billig. Okay, die halten irgendwie nicht so viel aus, wie ich gedacht hatte. Wahrscheinlich tun die voll viel Damage austeilen. Und ich, die sehe irgendwie, die erinnern mich so an Gegner aus Ninja Gaiden. Und das ist nicht gut. Die waren wirklich nervig, so diese Krallentypen. Oh, die Punkte. Die ich nicht gebrauchen kann. So macht man das. Oh Gott. Ich könnte jetzt hier noch 10 Minuten stehen und meinen Kamui aufhören lassen. Ich habe ja noch mal eine Idee, ne? Meine Nase. So, lassen wir das. Bams. Speichern, ja. Wir haben es irgendwie sehr produktiv hier rausgeschafft. Also irgendwie schon, ja. Ohne so richtig massig Heil-Items einzusetzen. Fand ich jetzt. So, weiter geht's. Ich möchte gerne mal ein paar andere Charaktere wieder haben. Ja. Okay. Okay, ich habe mich schon gewundert. Irgendwann wechseln wir bestimmt zu den anderen Charakteren. Oh Mann. Wow. Ich weiß nicht, was du bist, aber du explodierst. Was? Du siehst aus, als würdest du explodieren irgendwie. Ach, aus dir kommen so Dinger raus. Sag das doch gleich. Okay. Gegen Gegner, die nur stehen bleiben, ist der Typ perfekt eigentlich. Fällt mir gerade so auf. Hi. Wir sind wohl in eine Feindesfalle geraten. Wer auch immer das von den beiden gesagt hat. Okay. Ja, Männer, die tun sich halt nicht so unterhalten, ne? Die sagen einfach so, wir sind in der Falle. Ja. Cool. Bro. Ah, was haben wir hier? Beta. Oh, da ist noch ein Krug. Ha! Ich finde immer noch so irritierend. Wenn irgendwie... Ich meine, Banker hat ja die meisten KP, deswegen müsste man ja an dem Lebensbalken noch erkennen, dass er die meisten auch hat. Der müsste am längsten sein. Ja, Banker hat den längsten. Und, ja, allerdings werden die Dinger nur länger, wenn man die Dingens stärkt, die Lebensenergie. Also hier. Also Yoshitsunes ist jetzt so lang und nur wenn ich ihn jetzt, die beiden Dinger, also genau wie bei ihm hier, aufleveln würde, erst dann wird der Lebensbalken so lang sein wie seiner. Da bilde ich mir halt nur ein. Nee. Doch. Das ist ein bisschen irritierend, weil Benke hatte ganz am Anfang, als noch niemand irgendwie so Lebensbalken-Bonus hatte, genauso einen langen Balken wie Shizuka. Und sie hatte irgendwie, weiß ich nicht, 500 oder so und er hatte schon 1000. Das ist ein bisschen irritierend, finde ich. Alter. Buson. Ah, oh, verdammt. Bad. Ja, finde ich gut, dass ich das darauf gefunden habe, so. Wenn man halt auch einen Sprung ersetzen kann. Wow. Und jetzt den hier. Für gratis Items und Ruhm. Ehre. Und Zeugs. Was? Da waren noch mehrere. Okay. Egal, eine Wunderpille. Finde ich gut. So, Benkei und Shizuka sind ja
habe ich zusammen. Also muss ich nur noch eine Truppe finden, sozusagen. Okay, irgendwas wollte ich jetzt machen. Ah ja, Waffen. Ich kann ja mal Waffen wieder stärken. Kann ja nur noch von ihm jetzt hier. Furchtbare Shishi. Ja, ich nehme sowieso immer die Waffen. Ich habe schon auf ein paar Waffen geeinigt. So, da kann nur Yoshitsune. Was? Besiegen Sie alle Feinde. Sie sind in einen Raum voller Feinde gefallen. Sie können erst aus diesem Raum fliehen, wenn Sie alle Feinde besiegen, die hineinkommen. Super. Auf einmal. Jetzt haben wir auch noch Schilde. Ich krieg die Krise. Es wird ja immer besser. Kommt ruhig her. Ja, und das war's jetzt beinahe. Yoshitsune, save me. In der Stimme sagt er das. Weil ich auch gar keine Karte. Reizend. Sehr wenigstens Items drin. Das wird irgendwie besser machen. Hey. Du hast nur. Wie du hast 0 HP und lebst. Oh, ich habe jetzt keinen Bock auf so Schildtypen, ganz ehrlich. Hier, der stylisch gewesen, Mann. Bam, so. So, wo ist der andere? Mit dem Schild. Okay. Wo ist er? Habe ich das Schild kaputt gemacht? Das tut mir nicht leid. Udisch. 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 Hallo, können. Ja, geil, danke. Aber sehen wir jetzt, wenn ich noch mal da reinfalle? Oh nee. Aber nur 2, okay. Kann ich dich da reinschmeißen? Ja. Danke. Und Bams. Wie? Dann nicht. Also blöd ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt in einigen Räumen was drunter ist oder. Tschüss. Jetzt weiß ich nicht, ob in einigen Räumen drunter was ist oder nicht. Das ist ein bisschen doof. So, Gegner, ja. Hi, na, tschüss. Nein! Von wie weit das angezoomt hat. Nein! Hör auf mich zu! Boah. Vor allem, ich kann nicht zu Busson wechseln, der ist tot. Mehr oder weniger. Ja, eigentlich ist er tot, ne? Also der Typ, den er hier. Was? Ich dachte, du bist tot. Ich dachte, er wäre auch tot, Mann. Busan ist er im Körper von irgendeinem Typen, der tot ist und den anscheinend im ersten Teil die Charaktere gekannt haben. Irgendwie so was. Irgend so eine Wissenschaft. Äh, 15 Minuten haben wir, okay. Stimmt sehr gut hier mit dem Kampf hier auf die Zeit zu gucken. Und ich habe jetzt das Verlangen, in jeden einzelnen Loch nachzugucken, ob da was ist. Ich meine, da könnte eine Falle sein, da könnte aber auch Schätze sein. Das weckt mich schon wieder auf.
Warte mal hier. Ja, ich könnte dein Dings auf laden. Dein Kamui. Mal ob der nächste. Oh, da ist ein Schwächepunkt. Geil. Danke, danke. Irgendwas? Nein, speichern wir mal. Ah, ja, schön. Ich muss halt ja nur so viel Gegner kommen, wenn ich nicht meine Waffen alle so aufgelevelt. Ah, da sieht doch verdächtig aus. Was haben wir hier? Nichts. Pff. Ja, eine Ding, das ich nicht kaputt kriege. Da ist was drin. Oh nee. Boah, erstmal ihr. Das geht mir auf den Nerven. Au. Oh, ja. Hat irgendwie so ein Schildbrecher angerufen oder was? Da wurde doch irgendjemand erklärt am Anfang, glaube ich. Am Anfang. Sehr gut. Da lebt doch noch einer. Der. Stich. Dreh. Muss da noch einer, hallo? Bams. Ah, sehr schön. Von wo bin ich jetzt gekommen? Von da, ne? Ist schon so kompliziert wieder für mich. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt schon überall gewesen bin und wo nicht. So kaputt. Und du auch. Oh, hi. Wo? Hier? Oh, das mal hier schon zu, ne? Ist irgendwie besser so im Erkunden, habe ich das Gefühl. So, geil. Ich habe mir diese Level-Up-Dinger, also Leben-Level-Up-Dinger wirklich bis zu ganz harten Kämpfen hier aufbewahren. Die haben ja auch heilen. Da habe ich irgendwo eine Karte. Ich habe irgendwo eine Karte. Wo ist denn die Karte hier? Zeig mal die Karte. Okay. Hm, ich glaube, da ist schon richtig. Dann gehen wir mal zurück. Werde ich wahrscheinlich offscreen mal in den Löchern gucken, ob da überall Gegner sind. Wie? Weil vielleicht ist da ja irgendwas drinne. Und das ist wichtig. Ich kann alles gebrauchen, ganz ehrlich. Dann gehen wir erstmal einen anderen Weg da. War irgendwie noch anscheinend ein anderer Weg. Den gehen wir mal lang. War ich in dem Raum gerade noch nicht, an dem ich vorbeigelaufen bin? Aber hier sind die Gegner nicht am Respawn. Okay, das ist sehr blöd hier. Von da nach da zu rennen. Hi, na? Nee. Oh, wieder ein Amalgane-Teil. Au. Nein. Bams. So. Mitten in die Fresse. Boah, ausgerechnet bei dem. Bei dem mache ich einen Fehler, ausgerechnet. Das ist so geil. Einer. Dreh ich mal um. Danke.
Ich eigentlich so über ihn rüberspringen. Nö, das ist zu schön gewesen. Ich so einfach von hinten zu ihm hinspringe. Keine Ahnung, ob ich hier. Ich sehe nichts, Mann. Aha. Hier ist was. Ganz wichtig. Danke. Shinra Tensei. Bringt das was? Ich glaube nicht. Au. Hab ich das gemacht? In der Mitte? Die Rüstung da kaputt gemacht oder muss das so aussehen? Komm noch mal ein bisschen näher. Oh, der ist tot. Okay. Sehr gut. Also ja. Sehr schön. So, hier haben wir nichts mehr, ne? Okay, weiter. Er sagt jetzt entweder die Wahl hier gegen, boah, gegen ein paar Gegner zu kämpfen oder hier rüber zu springen oder was? Oh Mann. Abgelehnt. Zack, zack, mit dem Paddel. Sieht aus wie ein Paddel, ganz ehrlich. Von dieser Viereckangriff hier, wo er einfach sein Paddel so nach vorne stößt, das ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, nicht ernst zu nehmen, deswegen nenne ich das Ding Paddel. Dum, 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 dum. So viele Punkte baue ich gar nicht mehr, danke. Also ich krieg jetzt wieder eine neue Waffe oder so. Da käme mir jetzt gelegen. Aber okay. Alchemiewappen, verdoppelt die Laderate der Kamui-Anzeige für eine Minute. Oh, cool. Oh. Also nicht. Das ist so wertvoll, die Sachen, habe ich das Gefühl. Oh, naja. Ich werde wahrscheinlich offscreen mal gucken, ob in den Löchern irgendwas drin ist. Ich nächste, ups, nächste Aufnahme anfangen. Kämpfe ich eigentlich gegen euch? Geht ihr mir aus dem Weg? Da, wo ist jetzt der Speicherpunkt? Weit weg. Gehen wir noch mal hier rüber. Sollte das etwa ein Problem sein? Weil ich habe echt mal gucken, indem ich in einzelnen Loch ist, dann mit den Gegnern dementsprechend umgehen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade, wo ich dann endlich den Rest hoffentlich finden werde. Bitte, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.